Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2014 auf meinem Kanal von Players Club Member. Was ich sagen wollte, ist ganz einfach: Ich danke euch allen, liebe Abonnenten, liebe Zuschauer, für dieses erfolgreiche Jahr für mich auf YouTube. Zu den kleinen Daten muss ich sagen, ich habe 66 neue Abonnenten, das freut mich natürlich total. Ich habe mir gedacht, ich tue das jetzt hier in Sims 4 machen, weil ich einen schönen Hintergrund wollte. Und ja, also ich muss sagen, von den Aufrufen her über 19.000. Boah, also ich bin echt beeindruckt und ich bin wirklich stolz drauf. Aber nicht zu stolz, weil sonst, sonst macht man ja nicht mehr weiter. Also ich will natürlich den Kanal nächstes Jahr auf jeden Fall verbessern, noch populärer machen, noch weiter ausbauen, um euch die beste Qualität zu leisten oder euch den meisten Spaß zu vermitteln. Weil das ist natürlich das Motto bei mir auf dem Kanal. Hauptsache Spaß muss man dabei haben. Und wenn ihr Spaß habt, habe ich natürlich auch Spaß, das ist ganz klar. Auf jeden Fall dafür ein ganz großes Dankeschön, auch für die positiven Nachrichten, auch für die positiven Kommentare, auch für die negativen. Weil aus den Negativen lerne ich natürlich, wie ich was verbessern kann oder wenn ihr Vorschläge habt. Das hilft mir natürlich ungemein, weil ihr seid das Wichtigste, meine Zuschauer und meine Abonnenten. Weil ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen, dass mein Kanal auf jeden Fall beliebter und ja bekannter geworden ist als im letzten Jahr. Und das macht mich richtig, richtig stolz. Und ich habe nie damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass mein Kanal mal so berühmt wird oder halt besser wird. Und das finde ich super, super klasse und das gibt für mich einen Grund, natürlich weiterzumachen und das werde ich auch im Jahr 2015. Dieses Jahr war halt so ein Jahr, wo ich sage, ja, es waren Projekte da, die ich noch machen wollte, aber wo zeitlich oder auch von der Grafikkarte her nicht machbar waren. Aber das werde ich dann nächstes Jahr nachholen. Auf jeden Fall wird noch einiges nächstes Jahr kommen und da freue ich mich jetzt schon drauf. Zum einen kann ich sagen, es kommen sehr gute Spiele raus, wie The Division oder wie Grand Theft Auto 5 zum Beispiel im Januar jetzt. Dann H1Z1, ein geiles Survival-Game, denke ich mal, wird auch rauskommen am 15. Januar. Das werde ich dann wahrscheinlich mit dem Joker wieder zusammen spielen. Oder wenn es dann Multiplayer-fähig ist, mit mehreren Leuten zusammen. Darüber freue ich mich auf jeden Fall schon mal. Zum anderen kommt dann natürlich Battlefield Hardliner raus, aber ob ich das dann hole, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es kommen sehr viele neue Sachen raus nächstes Jahr und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und es werden auch große Projekte gestartet. Natürlich, The Forest wird auf jeden Fall weiterlaufen mit neuen Updates, mit neuen Möglichkeiten. Dann wird es auch so sein, dass der Joker auf seinem Kanal von YouTube aus seiner Sicht die Videos hochlädt, ich aus meiner Sicht, und dann haben wir die Möglichkeit, dass man zum Beispiel zwei YouTube-Kanäle gleichzeitig angucken könnte, zwei Videos, und dann hat man das komplette Spiel in zwei verschiedenen Sichten, was ich sehr, sehr, sehr schön finde eigentlich. Also ich werde es mir auf jeden Fall mal antun, werde mir dann auf jeden Fall mal zwei Videos gleichzeitig anschauen, um zu sehen, wie das dann so rüberkommt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ja, was bleibt mir eigentlich dann noch zu sagen? Also, es wird noch einiges anderes kommen. Es wird noch ein Blog über meine Seite kommen, wo ihr Kommentare hinterlassen könnt, wo ihr einen Gästebucheintrag machen könnt, wo die neuesten News von mir stehen. Dann wird noch die Möglichkeit sein, mir Fragen zu stellen oder ich sie dann gerne beantworten werde. Das sind dann so die paar Punkte, die ich noch, ja, machen werde auf jeden Fall Anfang 2015. Wie gesagt, die neuen Projekte, die kommen natürlich dann auch. Aber wie gesagt, ein richtig großes Dankeschön an euch allen, weil ohne euch, wie gesagt, wäre das nicht möglich und ich hätte bestimmt irgendwann mal, ja, keine Lust mehr gehabt, wenn da keine Leute gekommen wären oder keine Zuschauer gekommen wären oder so. Aber das Let's Playen allgemein macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und ist für mich ein sehr schönes Hobby geworden. Und ja, es lenkt mich sogar auch von meiner beruflichen Arbeit ein bisschen ab, wenn ich mal gestresst bin, genervt bin von meinem Arbeit her. Und von daher ist es optimal. Jo, dann kann ich nur sagen, Dankeschön für alles.
wir sehen uns auf jeden Fall im Jahr 2015 wieder auf meinem Kanal. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, am 1. Januar wird das nächste Video auf jeden Fall rauskommen von The Forest im Koop. Darauf freue ich mich auf jeden Fall, das dann demnächst auch weiterzuspielen. Das wird am 1. Januar auf jeden Fall rauskommen. Und ja, wie gesagt, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch allen. Ich weiß, ihr sagt jetzt, oh, der hat wahrscheinlich jetzt zu oft Danke gesagt, aber wie gesagt, ich kann das nicht besser ausdrücken. Ich bin kein großer Redner oder so. Ich kann das nicht wirklich. Über Spiele kommentieren und so finde ich da ticky easy, aber so jetzt Reden zu halten oder so, das kann ich nicht wirklich. Tut mir leid, echt, wenn ich das irgendwie ein bisschen vermasselt habe jetzt damit. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön rein. Genießt es und mögen eure Wünsche und eure Vorhaben gelingen für das Jahr 2015. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im neuen Jahr auf diesem Kanal. Bis dann, euer Players Club Member. Und zum Schluss gibt's noch ein schönes Feuerwerk. Bibi und ciao.